Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Casio Box von Miami Yassin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Miami Yassin, Casio, lange, lange erwartet. Nach seinem Riesenhit Cocaina waren ja viele Leute ziemlich heiß und haben mehr oder weniger eingefordert, dass relativ bald ein Album nachgeschoben werden sollte. Hat leider ein wenig auf sich warten lassen, der gute Mann. Aber jetzt ist es soweit, am 13. Oktober. Casio, das Debüt, das ja, erste richtige Album von Miami. Und bevor wir die Folie der Box entfernen, schauen wir nochmal ganz kurz, weil hier ist ein Sticker befestigt, den ich euch nicht vorenthalten will. Hier steht KMN Original. KMN Original. Also so quasi ein Siegel oder ein Originalzeichen, dass es auch wirklich von der KMN Gang vertrieben wurde. Okay, dann werden wir die Box mal aus dem Plastik befreien. Okay, ist gar nicht auf der Folie drauf gewesen, sondern es ist sowieso eine Schicht darunter, also hier unten, ne? Und hier geht das Ganze dann auf. Also es ist ein Verschlusssiegel. Gut, wir schauen uns erstmal die Vorderseite an. Also das Boxdesign ist so in einem purpur-lila Ton. Wir sehen hier eine Dame mit ja, mehr oder weniger Gesichtsbemalung, Kriegsbemalung und offenen wilden Haaren, einen FSK 16 Aufkleber, der uns verrät, dass wir hier auch Filmmaterial finden werden. Und dann haben wir hier oben, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen und generell ist die Box vom Design absolute, eine absolute Neuheit für mich, habe ich so überhaupt noch nie gehabt. Wir haben hier so ein kleines Fenster, so ein kleines Schaufenster, wo wir schon den Ring sehen können, den KMN-Ring. Und dann würde ich sagen, also der FSK 16 Sticker, Gott sei Dank nur als Sticker und nicht irgendwie aufgedruckt, können wir dann runter machen, dass das Ganze hier unten aufgeht. Sprich, wir müssen dieses Siegel jetzt brechen. Auch das werden wir mal machen. So, jetzt wissen wir auch, dass das wirklich seinen Zweck erfüllt hat, das Siegel. Und dann öffnen wir das Ganze. Hier unten haben wir einen Magnetverschluss. Und so geht das Ganze dann auf. Also ich muss ehrlich sagen, rein vom Design her, unfassbar krass die Box. Wir haben hier oben KMN Gang stehen und eben ja, Dschungel und Pflanzen zu sehen. Und dann haben wir hier direkt mal, wenn es rausgeht, das Album an sich. Dann haben wir die Casio DVD. Die Casio Instrumentals, die Casio Remix EP und dann haben wir noch die KMN Street EP 2. Also jede Menge Mucke bzw. Filmmaterial. Dann haben wir hier eine goldene Halskette in einer Plastikhülle, in einer Plastikfolie. Und dann haben wir hier einen Ring, den wir rausbekommen. Einen Goldring. Okay, diese Halterung hier mit Schaumstoff, also das Ganze hier mit Schaumstoff. Und mit dieser Glitzeroptik, also sieht echt edel aus, wie in so einem, ja, in so einer Schmuckschatulle. Gefällt mir richtig gut, auch wenn es ein bisschen, ja, Glitzer und so ist jetzt nicht ganz so mein Fall, aber generell von der Optik extrem schön gemacht. Und dann haben wir darunter noch das Trikot, beziehungsweise das Shirt, aber es ist so ein Trikot von Miami Yassin. Dann machen wir die Box an dieser Stelle wieder zu. Schauen wir nochmal kurz an den Seiten, haben wir noch einmal Miami Yassin stehen.
Blank Casia. Das Siegel habe ich euch schon gezeigt. Und hier auf der Rückseite steht nochmal KMN Gang und ein Barcode bzw. die Credits. Das habe ich euch ja vorher vorenthalten, den Rundumblick der Box. Okay, wir fangen an mit dem Album an sich. Dieses, wie so oft, in Plastik eingeschweißt, sprich, werden dieses Mal aufschneiden. So, wir haben hier nicht das Cover von der Box, sondern das Cover, das Miami Yassin einige Zeit danach veröffentlicht hat. Hier mit dem Mercedes im Dschungel auf dem Dach sitzend. Es ist meines Wissens ein, also sollte ein SLS AMG sein, reines von der Optik. Ich hoffe, ja, oh ja, ziemlich sicher SLS AMG. Und wie gesagt, Miami Yassin hier in nachdenklicher Pose auf dem Dach sitzend. Auf der Rückseite haben wir die Tracks, 13 Stück an der Zahl. Und wir haben Features von Paramoko, Suna, AZ und Nash. Meine Favoriten des Albums sind Großstadtdschungel mit Suna, Montpellier und natürlich Kokaina. Also Kokaina sollte auf jeden Fall ein Begriff sein. Ist ja mittlerweile das erfolgreichste Deutschrap Video aller Zeiten, zumindest das meistgeklickteste, hat jetzt bis dato mittlerweile die 90 Mille geknackt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der bis Jahresende die 100 Mille voll macht. Also Kokaina sowieso, krasser Track. Großstadtdschungel, das war ja die Videoskopplung, gab es ja dazu mit Suna. Also sowohl vom Video als auch vom Track her, absolutes Meisterwerk. Ich muss ehrlich sagen, der Beat extrem, extrem gut, und gerade auch wenn der Refrain, wenn die Hook dann startet und der Beat einsetzt, also ich habe den Track mittlerweile, glaube ich, 100 Mal gehört. Und Montpellier wurde zwar nur als Audio veröffentlicht, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut. Okay, dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Das geht überraschend leicht raus. Okay, alles klar. Das Booklet ist auch als Poster verwendbar. Sehr schön. Also, wir haben hier Miami Yassin live, wie er auf der Bühne gerade performt. Im Hintergrund eine Feuersäule. KMN Sweatshirt. Das Ganze im quadratischen Format. Und auf der Rückseite haben wir diese Dschungeloptik, diese rosanen Pflanzen und hier dann nochmal die Tracklist. Alles klar. Also, wie gesagt, Booklet gerne als Poster verwenden. Ich werde es wieder als Booklet in die Box bzw. in die CD-Hülle zurückführen, wenn ich es schaffe. So, die CD sieht folgendermaßen aus, so lila-weiß, Miami Yassin und Casia Schriftzug. Hier auch wieder so lilane Blätter, sehr schön. Und hier lesen wir noch Miami. Und hier lesen wir Miami Yassin Casia. Sehr schöne CD. Dann kommen wir zu den Instrumentals. Wir haben hier 13 Instrumentals und wir hatten ja auch auf der CD 13 Tracks, also keine Skits oder irgendwelche Vocal-Lückenfüller, sondern wirklich 13 vollwertige Tracks, 13 Beats dazu. So sieht die CD aus. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir die Casia DVD. Ebenfalls gestaltet wie auch schon die Instrumentals von der Hülle her, bis auf den 16er. Dieses leider nicht mit Sticker angebracht, dieses Siegel, sondern wirklich aufgedruckt. Und dieser DVD dürften wir auch den 16er auf der Box verdanken. So sieht das Ganze aus. Casia DVD lesen wir hier. Das Ganze ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir noch die Casia Remix EP. Ebenfalls in diesem Design. Und hier haben wir 5 Tracks, die ja allesamt von dem Album sind. Allerdings eben mit 9 Beats versehen wurden. Remix-Versionen. 5 Stück an der Zahl. CD sieht so aus. Casia Remix EP lesen wir hier. Und das Ganze ebenfalls in einer Papphülle.
Und dann haben wir noch die Bonus-EP, die KMN Street EP Nummer 2. Die KMN Street EP 1 gab es ja damals in dem Album von Suna, in dem Melech-Album, in der Box. Und dann haben wir hier 5 Tracks. Nash, Miami Yasin, Yasin featuring Bowser, nochmal Miami Yasin Solo-Track und Azed Solo-Track. Also 5 Tracks von KMN bzw. mit Bowser dabei. Habe ich noch nicht reingehört, muss ich auf jeden Fall noch machen. Ich glaube, auf Spotify ist die sowieso veröffentlicht worden. KMN Gang Street EP Volume 2. Das Ganze wie auch schon die Volume 1 in weiß und schwarz, sehr schlicht gehalten vom Design her. Dann haben wir diesen, denken wir schon, wo ist die Kette? Dann haben wir diesen Goldring, dieser hier mit KMN Siegel, mit KMN Schriftzug, so wie auch damals die Lace Tags von Suna, ebenfalls hier gebrandet mit KMN, gefällt mir richtig gut. Ich würde jetzt mal sagen, dass, ja, also ich muss sagen, ich habe ziemlich starke oder ziemlich, eher dickere Finger, kräftigere Finger. Deswegen würde ich den, ja, wahrscheinlich dann, wenn ich den jetzt wirklich an hier dem am Ringfinger trage, nicht mehr runterbekommen. Deswegen lasse ich ihn jetzt mal hier am kleinen Finger. Es wurden 5 Ringe in den Boxen verteilt, die wirklich aus Gold sind. Ich gehe mal jetzt stark davon aus, rein vom Gefühl her, dass das meiner keiner aus Gold ist. Aber natürlich herzlichen Glückwunsch an die richtigen Ringe erwischt haben, also die Goldringe. Finde ich echt ein gelungenes Special. Und allen, denen die Ringe nicht passen sollten, beziehungsweise die Ringe nicht tragen wollen, kann man dann das Ganze natürlich hier mit dieser Kette verbinden. Sprich, ihr tragt den Ring einfach an dieser Kette oder die Kette an sich ohne Ring. Das ist natürlich euch überlassen. Finde ich auch eine schöne Sache. Schauen wir uns dann auch in Kombination mit dem Trikot an. Und dann kommen wir auch schon zum Trikot. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier ein Trikot, sieht so aus wie so Fußballoptik, erinnert auch ein bisschen an Gucci, so mit dem Rot-Grün. Und wir haben hier den Kasia-Schriftzug und den grünen Querstreifen. Und hier lesen wir dann noch Miami Yasin KMN Gang und eben der grüne Stern, also das Logo, das Wappen von Marokko. Miami Yasin, ja, Marokkaner. Und dann haben wir hier KMN Gang Größe M. Das fand ich auch sehr interessant. Miami Yasin hat angekündigt, dass alles, also alle Boxen, alle diese Trikots in Größe M sein werden. Die meisten machen ja doch dann immer L als Einheitsgröße. Miami Yasin macht M. Freut mich natürlich sehr, da ich generell M trage. Und gerade bei Fußball oder bei Trikots sollte das Ganze dann meiner Meinung nach ein bisschen anliegen. Dann haben wir hier KMN Gang stehen, also mehr oder weniger offizieller, ja, Merchandise. Made in China, 100% Polyester. Alles klar. Hier ist auch noch so ein kleiner Schriftzug mit Kugelschreiber. Weiß ich nicht, was das genau bedeuten soll, aber ist jetzt nicht so tragisch. Und dann haben wir auch noch einen Backprint, wie es sich für ein Fußballtrikot gehört. Auf der Rückseite lesen wir Miami Yasin 44 und in den Vierern jeweils hier noch das KMN-Logo, der Schriftzug. Und auch hier oben im Genick haben wir dann nochmal diesen grünen Stern. Gefällt mir richtig gut. Schauen wir uns gleich nochmal an, wie das Ganze im Detail aussieht. Gerade auch in Kombination mit der Goldkette. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier jetzt das Miami Yasin Trikot in Kombination mit der Halskette und dem goldenen Ring. Kasia Schriftzug hier auf der Brust und weiter oben auf der Brust noch der marokkanische Stern bzw. der Schriftzug Miami Yasin KMN Gang. Das alles eben in dieser rot-grün Optik. Ob ihr die Kette jetzt in Kombination dazu tragt mit Ring oder einfach nur so die Kette, ist natürlich euch überlassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der große Halskettenträger, also ich finde es echt einen schönen Boxenhalt und freue mich sehr darüber, aber werdet ihr jetzt persönlich nicht tragen. Das Trikot werde ich auf jeden Fall mal anziehen und gerade auch mit dem Rückenaufdruck Miami Yasin 44, also Yasin kommt ja aus
aus Dortmund. Und das ist die Postleitzahlen dort 44. Und finde ich auf jeden Fall gelungen und gefällt mir richtig, richtig gut. Gerade auch, dass es in Größe M ist und dementsprechend dann etwas körperbetonter. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trikot in der Größe M. Dann der KMN-Ring in Gold. Dann diese Kette, ebenfalls in Gold gehalten, als Kette. Die KMN Street EP 2. Die Kasia Remix EP. Die Kasia DVD. Die Kasia Instrumentals und das Album Kasia an sich. Jede Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box. Kasia von Miami Yasin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Miami Yasin unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.